Es war eine richtig harte Arbeit, sagen die Spezialisten vom Chaos Computer Club. Mehrere Wochen lang haben sie verdächtige Festplatten überprüft und sind offensichtlich fündig geworden. Sie nennen es Bundestrojaner oder staatliche Schnüffelsoftware zum heimlichen Ausspähen von Computern. Die könne viel mehr als erlaubt. Letztlich soll eine Quellentelekommunikationsüberwachung ausschließlich Telekommunikation abhören. Das ist hier nicht geschehen, sondern darüber wurde hinausgegangen und obendrein das Potenzial geliefert, noch deutlich mehr zu machen, etwa den großen Lauschangriff, also auch die Mikrofone oder die Kamera des Rechners zu aktivieren. In einem Video erklärt der Chaos Computer Club, die Software könne eben nicht nur Telefongespräche übers Internet belauschen, sondern auch Chats, E-Mails oder Notizen dokumentieren durch schnelles Abfotografieren des Bildschirms. Und der Computer könne nicht nur ferngesteuert, sondern auch mit neuen Programmen nachgeladen werden. Deshalb muss dem natürlich nachgegangen werden, denn es kann nicht sein, dass Technik nicht beachtet, was verfassungsrechtliche Grenzen sind. Nur schriftlich äußert sich das Bundesinnenministerium, das BKA habe die Software nicht eingesetzt, heißt es, damit sei es auch kein Bundestrojaner. Für die Piratenpartei, die direkt personelle Konsequenzen forderte, ist der Bundesinnenminister damit trotzdem noch nicht entlastet. Wusste beispielsweise Bundesinnenminister Friedrich von diesem Einsatz, wusste der zuständige Landesinnenminister davon, dann muss man neben der Aufklärung auch zusätzliche Kontrollmechanismen installieren, dass eine solche verfassungswidrige Software nicht weiter eingesetzt werden kann. Die Spezialisten vom Chaos Computer Club sind sich ziemlich sicher, dass die Software nicht nur aus Versehen eingesetzt, damit also vorsätzlich gegen das Recht verstoßen wurde.